Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row The Third Remastered. Nächste Mission. Aufträge. Schick die Klone, machen wir mal. In die Richtung. Ich wollte das unbedingt machen. Ah ja, sanft gelandet. Naja, jetzt haben wir zwar kein Auto aus unserem, also kein Fahrzeug aus unserem, aus unserer Garage. Aber es werden bestimmt noch einige Parts kommen, dann. Und wir werden ja bestimmt noch oft vorbeischauen. Und dann noch andere Fahrzeuge auswählen. Hauptsache, wir kommen jetzt lebend bei der Mission an. Also die Motorräder in diesem Spiel halten nicht wirklich viel aus. Ja, jetzt werden wir auch noch beschossen. Großartig. Stopp, ich wollte das Auto. Toll. Ja, das Auto raucht nämlich schon. Hör auf zu schießen. Ups. Triff mich einmal und du bist tot. So. Er hat's ja nicht anders gewollt. Jetzt lad doch mal nach. So, dann holen wir uns dieses Fahrzeug hier, was gerade praktischerweise auf uns zukommt. So. Einmal aussteigen, bitte. Oh, ich dachte, er kommt jetzt mit. Naja, dann noch 1200 Meter in die Richtung. Warum lag da eine Person auf der Straße? Aus dem Weg. Und rechts. Weg da. Oh, Baum. Aua. Okay. Gut, schön gegen den Baum gefahren. Sollte so eigentlich nicht passieren. Ja, danke, vielen Dank. Ja, toll. Und wir sind da. Also wir leben immer noch. Ja, hallo. Ja, aua. Ja, gut. Toll. Ganz toll. Und nun? Du hast Superkräfte. Feuerbälle. Johnny found his way back here and he he could be. Was ist? Oh. Ja, so. Weg. Und wir können nicht wirklich hochspringen, aber wir können super schnell laufen. Okay, das ist doch. Das ist doch cool, das mag ich. Können wir den nur noch weiter werfen? Kann den nicht mehr nehmen. Ach, hör auf! Da bleibt halt nichts mehr wirklich von den übrig. Nur ein paar Klumpen Fleisch. Weg da! Die Superkräfte jetzt wohl dauerhaft haben oder nur für diese Mission? Achso, eins habe ich gar nicht erzählt. In der Remastered-Version von diesem Spiel sind alle oder fast alle bis auf zwei DLCs, so wie ich gelesen habe, enthalten. Also, ich weiß nicht, ob das, was wir gerade machen, zum DLC dazugehört. Ob das ein DLC ist. Ich weiß nicht, wie die ganzen DLCs heißen, die hier drin sind. Ich weiß nur, hier sind alle bis auf zwei DLCs drin.
So viel weiß ich. Nur welche DLCs das sind, ich habe keine Ahnung. Werden wir dann während wir spielen vermutlich herausfinden. Aber das wollte ich noch sagen, dass die DLCs drin sind. Wusste ich im ersten Part noch nicht. Habe ich erst ein paar Parts später erfahren. Was sind das denn für Autos? Die können wir nicht so einfach wegrennen, umrennen. Ja, wegrennen war glaube ich schon richtig. Sieh dich beim Apartment-Domizil nach Tag, Tag um. Können wir eigentlich jetzt immer noch in dein Auto steigen? Nein, können wir nicht. Wer wagt es, mit Schlägen auszuweichen? Töte die Steelport-Gardisten. Das hört sich, das wird spaßig. Ja toll, die bringen sich auch noch selber um. Ja toll, ich habe noch nicht so viele getötet und jetzt schon fast alle weg. Aua, okay, der Feuerball ist sehr stark. Man sieht. Einfach tot gerannt. Weg da! Die haben keine Chance gegen uns. Wir können die halt wirklich einfach tot rennen. Dauert zwar ein bisschen, aber das geht. Hier, nimm das Auto. Ah, einmal noch. Ups. Oh, mit Spaß damit. Oh, hab's sogar getroffen. Willst du das sicher machen? Ich warne dich. Ja, hier, dann bin ich dran. Okay. Sieh dich bei Planet Saints Nachttag um. Frage, ich weiß nicht, was davon richtig ist. Okay, wir kürzen hier mal ab. Okay, ich weiß nicht, ob wir viel Fallschaden bekommen hätten. Wir kommen auf jeden Fall weit. So, hallo, ist er wer? Ach, nochmal, noch mehr. Töte den Morgenstern. Oh, das sind sogar die Großen. Oh, der fliegt aber. Und tot. Ja, selbst die Großen haben keine Chance gegen diese Schläge von uns. Was ist das denn hier für ein Fahrzeug? So, verschwindet. Aua. Okay, jetzt bin ich gleich tot. Ich ziehe mich mal ganz kurz in irgendeine Gasse zurück. Okay, aber sowas hier kann ich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht zerschlagen. Ja, was nun? Und das. Und der letzte. Ey, das macht Spaß. Dieses Fahrzeug hier. Ups. Leider können wir ja gerade in keine Fahrzeuge einsteigen. Oder? Test es nochmal. Nein, geht nicht. Mal gucken, wie schnell wir schwimmen können. Nicht sonderlich schnell. Gut, dann laufen wir lieber. Hä? Was? 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 Was war das nun? Something ain't right.
Unsere Superkräfte verlassen mich. Uns. Das ist gar nicht gut. Wir müssen uns beeilen. Jetzt kommt er da nicht hoch. Weg da. Keine Zeit. Warum war da eine Person auf dem Dach? Einfach schnell. Wir rennen. Verschwinde jetzt mal da. Weg. Hier fahren wieder keine Fahrzeuge mehr lang, sondern hier sind nur die Zerstörten. Okay, das wollte ich kurz austesten. Was passiert, wenn ich da den Fallschirm zünde? Ah, toll. Okay, da vorne. Sieht zerstört aus. Da oben drauf. Okay, sieh dich bei der Brücke nach Tag um. Töte die Steelport-Gardisten. Oh, ich habe ich noch Leben? Bin ich dann raus, weg da. Dann machen wir das mal so. Schade, dass wir keinen greifen können und dann über die ganze Map schleudern können. Das wäre noch schön. Wir können hier. Wir zerdrücken die Autos einfach, die gepanzerten Fahrzeuge. Hier nimmt das! Ach, das bewegt sich nicht. Oh, jetzt stirb auch. Ach nö. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Gar nicht gut. I'm not seeing a way up there, Pierce. How'd you manage it? Gat climbed up the side, but don't worry. Called the boys and they're flying in a chopper. Can always count on you. So, einsteigen. Wie soll ich da rein? Ach so. Passiert automatisch. Und nicht getroffen. Einmal noch kommt. So gut. Wir verteidigen ihn. Verdammt, ist gegen die Brücke geknallt. Genau wie das. Immerhin können wir hier anscheinend gerade nicht sterben. Was wo? Ach, da oben. Ja, so treffe ich die nicht. Ah, jetzt. So. Jetzt sind dann schon mal nicht mehr so viele. Und alle sind tot. Ja, soll ich den noch vom Dach werfen oder? Careful up there. I'm seeing a helicopter fly in. Oh. Ach da.
So, daneben. Also wir haben Lenkraketen. Schnell. Und wir treffen. Okay. Hä? Hey, was? Der war da voll drauf. Das war da voll drauf. Schnell. Wie viele kommen denn da? Jetzt kommen doch noch Panzer. Aber die Helikopter verschwinden. Oder auch nicht. So, weg damit. Und jetzt auf die Panzer. Wo war's das? Wir haben alles zerstört. Vermute ich mal. Ah, naja, kommt noch mal ein neuer Helikopter. So. Ah, jetzt okay. Scheint möglicherweise geschafft zu sein. Johnny, come on, man. I'm trying to help you. Oh, now you want to try to reason with him. Please, fail me. I know, Johnny, but we can make it right. Yeah, we're your friends, Johnny. Yet, friend? Come on, buddy. Let's get you back home. Stripper pole? That's right, man. Stripper pole. And so ends the tale of our intrepid heroes, bound by the bond that they had for each other. Steelport is safe once again, but who knows when the Saints and their new allies may be called on to protect her. The end. Question mark? Schick die Klone, geschafft. $12,000. Johnny's Tag findet sich nun im Telefonbuch des Handys. Er hilft den Saints im Kampf. Sehr schön. Glückwunsch, wenn du diese Aufträge erneut spielen möchtest, kannst du deine Okay. Dann haben wir das wohl nun geschafft. Dann speichern wir einmal. Und dann, weiß ich nicht, was machen wir als nächstes? Ja, okay, das ist fertig. Dann machen wir das belgische Problem. You could get out of this line. Piss. We waited long enough. Now we go for the rent. It won't be easy. That whole tower's gotta be crawling with Morningstar. Since when have we done things the easy way? True. So what's the plan? Kill everyone we see and find Loren. Makes sense. Maybe at the penthouse. I'll call Shaundi. Shaundi, it's time. Just tell me where to be. We're meeting at the penthouse. I am gonna kill that son of a bitch. Don't worry. He won't get away this time. You bet your ass he won't. Erstmal hier die Musik abschalten. Ja, gut, habe ich ganz toll gemacht. Weg von der Straße. Gut, aber ich glaube, die Mission werden wir dann doch erst im nächsten Part machen. Ja, doch. Dann beende ich nun erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.